Hallo alle miteinander, ich begrüße euch heute zu meinem vierten Video über den Parthenon-Tempel in Athen. Dafür sind wir wieder im Spiel Assassin's Creed Odyssey und heute werden wir uns dort oben die Metopenfriese anschauen. Und dafür nutzen wir hier unseren Adler, den Ikaros. Und wir schauen uns hier das mal genau an beim Entlangfliegen. Wir sehen, wir haben mythische Szenen abgebildet. Das stimmt soweit. Wir haben bei dem echten auch mythische Szenen. Und jetzt sehen wir es hier. Wir haben da mehrere verschiedene Bilder, aber sie wiederholen sich in Intervallen. Und das haben wir ja gelernt. In der griechischen Antike wurden so Friese nicht einfach wiederholt. Was machen denn die Vögel da? Interessant. Okay, in der griechischen Antike hat man die Friese nicht einfach wiederholt. Nein, sie haben Geschichten erzählt. Und das selbstverständlich auch beim Parthenon. Dann sind wir hier jetzt auf der Nordseite und fangen wir da mal an. Im Ganzen hat der Tempel in echt 92 Metopen und dieselbe Anzahl hat dieser Tempel auch im Spiel. Ich habe sie extra nachgezählt, weil ich mir da etwas unsicher war, ob die so originalgetreu waren in der Hinsicht. Aber ja, sie haben die richtige Anzahl an Metopen genommen. Auf der Nordseite waren ursprünglich Szenen des Trojanischen Kriegs abgebildet. Und wenn wir uns das hier anschauen, da sehen wir nichts, das typisch Trojanischer Krieg ist. Wir haben keine Kämpfe Mensch gegen Mensch, sondern nur Mensch gegen Tier. Und das war im Trojanischen Krieg ja nicht so. Dann, wenn wir hier auf die Seite des Opisthodoms, also auf die Rückseite des Tempels fliegen, das ist die Westseite, hier war der Kampf der Athener gegen die Amazonen dargestellt, also die mythischen Kriegerfrauen. Und dieser Fries ist stark beschädigt worden. Wir haben nur noch wenige Bruchstücke. Generell bei all den Metopenfriesen haben wir nicht mehr allzu viele Quellen. Kommen wir jetzt auf die Südseite. Die Südseite hat ein besonderes Fries gehabt. Dort war nämlich die sogenannte Kentauromachie dargestellt, also der Kampf gegen die Kentauren. Das hatte den besonderen Hintergrund, es wurde eine Hochzeit veranstaltet, und zwar vom Lipiter-König Peritos. Und zu dieser Hochzeit wurden auch die Kentauren eingeladen. Einige Kentauren wollten sich dann an der Braut vergreifen, sie haben sie bedrängt und der König ist dann eingeschritten, hat einem der Kentauren die Ohren und die Nase abgetrennt und sie vor die Tür geworfen. Das fanden die Kentauren nicht so toll und sind dann in den Kampf gegen die Lipiter gezogen. Diese konnten die Kentauren jedoch niederringen. Und zwar mit Hilfe des mythischen Helden Theseus, der dann letztlich auch als mythischer Stadtgründer der Stadt Athen bekannt werden sollte. Kommen wir jetzt zu der wichtigsten Seite des Tempels. Es ist die Ostseite, also die Eingangsseite des Heiligtums. Hier
war der Kampf der Götter gegen die Giganten abgebildet, also die sogenannte Gigantomachie. Und hier der Fries wurde sehr stark beschädigt und zwar mutwillig. Die Christen haben die mythischen Szenen abgeschlagen und versucht auszulöschen, weil sie es für sie barbarisch und heidnische Relikte waren und deswegen hat man versucht, das zu zerstören. Der Fries an der Südseite im Übrigen wurde während der venezianischen Belagerung der Stadt Athen mit Kanonen beschossen und da ist dann auch leider nicht allzu viel von übrig geblieben. Aber kommen wir zurück zu der Gigantomachie. Der Hintergrund dieser Schlacht gegen die Giganten ist, dass Gaia die Giganten gegen die Götter aufstachelt, da diese ihre Söhne und also ihre Kinder, die Titanen bezwungen haben in der Titanomachie, die davor stattgefunden hat, und sie haben die Titanen dann in den Tartarus verbannt. Und dafür wollte Gaia sich rächen und sie hat dann die Giganten aufgestachelt gegen die Götter und hat sie dann gegen sie in den Krieg geschickt, den die Götter selbstverständlich gewonnen haben. So, dann habe ich euch jetzt mal hier zwei Metopen mitgebracht. Und zwar die besterhaltenen, die ich gefunden habe. Und zwar leider nur von der Südseite und einmal von der Ostseite. Es gab zwar noch mehr, aber die Bilder hätte ich leider nicht verwenden dürfen, ohne sie zu kaufen. Und das wäre dann doch übertrieben gewesen. Hier auf der linken Seite haben wir eine Szene der Gigantomachie, also von der Ostseite. Und wir sehen, das ist stark beschädigt. Wir erkennen nur noch die Umrisse. Das ist abgeschlagen worden. Wir können dann schemenhaft noch erkennen, dass dort eine Kampfszene ist. Hier kniet ein Mann, wahrscheinlich ein Gigant. Er rammt die Faust in den Körper eines über ihm ragenden Gottes. Das ist also eine der Kampfszenen von der Ostseite. Dann hier von der Südseite, das ist die Kentauromachie. Wir sehen hier einen nackten, muskulösen Mann, der den Kentauren im Nacken greift. Der Kentaur, er steigt hier langsam auf, wird aber gehalten. Und das ist eben jener Kampf, der Lapiten gegen die Kentauren. Das hier könnte durchaus die Szene sein, wo eben jener König den einen Kentaur vor die Tür befördert. Jedoch kann man das hier schlecht deuten, da das Gesicht auch hier beim Kentaur fehlt. Und hier der Kopf fehlt. Aber nur um das nochmal hier zu sehen, so sahen die Metopen aus. Es sind mythische Szenen abgebildet. Auch im Spiel sind es mythische Szenen mit Fabelwesen und Kampfszenen, jedoch leider nicht mit denen, die eigentlich abgebildet sein müssten. Zusammenfassend, die Anzahl der Metopen stimmt überein mit dem Original, aber ansonsten leider nicht allzu viel. Damit sind wir jetzt beim Ende. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, schreibt sie gerne in die Kommentare und ich werde mein Bestes geben, die zu beantworten. Und dann freue ich mich, wenn ihr so lange zugehört habt.